Als die 80er begannen, wer hätte da gedacht, dass einmal ein Cowboy durchs Weiße Haus reiten würde? Dass ein deutscher Teenager das ehrwürdige Wimbledon zum Rasen bringen würde? Dass sich der eiserne Vorhang öffnen würde? Dass ein Automobilhersteller, der vor allem für seine technisch fortschrittlichen Fahrzeuge bekannt ist, auch noch ein so faszinierend schönes Coupé bauen würde? Schon jetzt bezeichnen es viele als das Auto des Jahrzehnts. Wir nennen es Calibra. Der neue Opel Calibra. Technik, die begeistert. Herr Emmerich, Sie haben neulich einen Engel gesehen. 12 Engel. So, so, gleich 12. Richtig. Und wo haben Sie diese Engel genau gesehen? Nun, beim Einkaufen. Auf jeder Rolle Erfurt Rauffaser. Und sie waren blau. Erfurt Rauffaser. Prima an der Wand lang.